Dies ist Dreamlight Valley. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Disney Dreamlight Valley. So, wir haben keine Aufgaben mehr, aber wir haben hier bei den Events noch die Dream Snaps. Und da wollte ich jetzt einfach mal auf Teilnehmen klicken. So, Dream Snaps, wie alles funktioniert. So, wenn du Gegenstände benutzt, die die Anforderungen der Herausforderung erfüllen, bekommst du mehr Punkte. Du kannst auch mehr Punkte bekommen, wenn die Stimmen der Community gewonnen werden. Okay. Wenn die Herausforderung beendet ist, werden die Ergebnisse berechnet und du erhältst Belohnungen. Okay, auf Platzierung. So, Abstimmung. Eingefordert 0 von 50. Okay, der Dreamlight Ball. Zieh dich eindrucksvoll an und kreiere königliche Designs, wenn du deinen eigenen Dreamlight Ball veranstaltest. Okay. So, und was haben wir hier? Empfohlen Lilo und Stitch und vertraut. Erforderlich Vaiana 3 und verspielt mal 5. Aktuelle Herausforderung. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Haben wir dafür eine Area? Können wir da vielleicht irgendwas präparieren? Irgendwie einen Ort dafür vorsehen? Vielleicht auch hier oben irgendwo? Hier hinten haben wir ja schon was aufgebaut. Das würde ich vielleicht gerade wieder abbauen. Das haben wir ja am Anfang. Das gefällt mir eh nicht so gut. Ich würde das mal gerade hier, das hier wieder wegbauen. Okay, die Hocker weg. So. Okay, und jetzt die Frage, haben wir nicht sogar so eine Bühnenkulisse oder irgendwas bei den Möbeln mit dabei? Ich muss mal gerade durchgehen. Wir haben nochmal eine Bühne aufgebaut, vielleicht können wir die gerade wieder aufstellen. Das war so eine grüne Tapete, die wir... Oder so eine Green Wall, besser gesagt. Die hatten wir im Schloss. Ich weiß noch nicht, ob wir die selber noch bauen müssen. Oh, oder wir nehmen die Bühne. Wir können natürlich auch die Bühne nehmen. Die Frage ist natürlich, ob wir was dahinter stellen oder ob wir was davor stellen. Hier ist halt die Treppe. Oder wir gehen wieder hier hoch in Schnee. Wir noch. Ah, jetzt fangen wir wieder von oben an. Okay, also wir haben auf jeden Fall die Bühne. Und irgendwo war noch so eine Green Wall, glaube ich. Kann aber auch sein, dass wir die herstellen müssen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da war auf jeden Fall die Bühne. Okay, das heißt, die müssen wir wahrscheinlich herstellen. Okay, wir nehmen mal die Kamera und ich mache mal kurz ein Foto. So, Dream Snaps. Ich fotografiere einfach mal in die Richtung hier kurz. So, verspielt 8 von 5. Oder könnten wir einfach... Wir brauchen noch von Vaiana 3 Sachen und dann hätten wir das ja quasi direkt schon erfüllt, wenn wir einfach hier die Rennstrecke fotografieren. Okay, Moment. Also alles. Und dann setzen wir mal einen Filter bei Vaiana. So. Was können wir hier einbauen? Okay, die ist ein bisschen klein, diese Zierpflanze.
runder, felsiger Pool. Der ist ein bisschen groß. Oh, wir können die Fackel können wir hier hinstellen noch. Irgendwo hier so an die Ecke vielleicht? Wärmeabzug, Steinspüle. Das ist für den Strand. Barhocker. Wir haben nicht wirklich was hier hinpasst, tatsächlich. Aber ich würde dann einfach... Maui ist größter Fan. Wir können Maui noch mal hier hinstellen. So. Und ich packe jetzt einfach noch so eine Palme hier daneben. So eine kleine, so ein Mini-Ding. Dahin. So. Können wir gleich wieder wegräumen. Weil das sieht halt hier echt wirklich nichts aus. Aber fürs Foto. Oh, wir wollen natürlich ein großes Foto. Fürs Foto sollte es auf jeden Fall reichen, wenn wir das so machen. So. Dream Snaps. Und das Ganze reichen wir ein. So, Bild wurde eingereicht. Okay, wie sieht es jetzt aus? Haben wir jetzt irgendwas erfüllt? Aktuelle Herausforderung? So, das habe ich. Das haben wir eingereicht. Empfohlen Lilo und Stitch und vertraut. Ha. Ah, endet in 6 Tagen. Okay. Das heißt, das müssen wir jetzt abwarten, so wie es aussieht. So, es gibt nichts zum Abstimmen hier momentan. Lilo und Stitch und vertraut. Empfohlen. Ob wir noch was dabei basteln sollen einfach? Ich weiß ja nicht, ob es dann größere Belohnungen gibt. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte noch was Vertrautes? Oder Lilo und Stitch? Je nachdem, was haben wir zuerst? Erstmal, wo haben wir Lilo und Stitch? Mickey und Freunde. Ah, hier. So. Halt. Okay, habe ich markiert. Lilo und Stitch. Da könnten wir im Prinzip noch so eine Hängematte hier hinstellen. Einfach so einen Hintergrund. Picknicktisch. Und jetzt machen wir den Filter raus und nehmen noch Vertraut dazu. So. Und hier können wir theoretisch gesehen einfach so noch so ein paar Wände irgendwie hier hin machen. So, einfach 2 Stück. So ein paar Trennwände. Und jetzt machen wir einfach nochmal ein Foto. So. Das bisschen größer. Und dann ist auch alles mit drauf. Mit der Rennbahn. So, Dream Snaps. Vajana, nur 2 von 3 habe ich jetzt drauf. Okay, Moment, da muss ich ein bisschen weiter hier rüber gehen, denke ich mal. So, probieren wir das nochmal. Okay. So. Immer noch nur 2 von 3 bei Vajana. Warum? Müssen wir noch näher ran?
So. 2 von 3. Okay, dann lassen wir das erste, was wir haben. Dann reichen wir das so ein. Aber ich glaube, ich baue das hier wieder ab, weil das sieht halt echt nichts aus. Ich habe gedacht, ich kann das vielleicht einreichen. Die Fackel können wir vielleicht stehen lassen. Wobei die hier eigentlich auch nicht wirklich vonnöten ist. Das mit dem Auto finde ich cool. Vielleicht müssen wir eine schönere Rennbahn irgendwann mal bauen. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall eingereicht und wir müssen jetzt hier 6 Tage warten. Endet in 6 Tagen, bis wir hier weiterkommen. Und Dreamlight Ball gibt es auch noch nicht. So. Fische, Heringe. Wir könnten noch ein paar Heringe und ein paar Karpfen fischen. Da haben wir hier noch ein paar Aufgaben erfüllt. Hier haben wir auch nur noch 11 Tage Zeit. Ich meine, ich habe zwar alles, aber Smaragde abbauen und orange Sternenlinie mit Wally pflücken. Das würde auch relativ schnell gehen. Wenn Wally nicht schläft. Dann gehen wir doch gerade mal zu Wally. Die Aufgabe geht nämlich super schnell. Ich bin ein 10-mal besserer König als Mufasa. Und zwar, da gehen wir einfach rein. So. Und hier haben wir die Sternlinien, die teilen wir auf. Da holen wir uns 10 Stück von ab. Und dann gehen wir nämlich einfach auf die Wiese, werfen die raus und dann haben wir die Aufgabe direkt erfüllt. Das ist bei solchen Blumenaufgaben auf jeden Fall immer eine relativ gute Sache, wie man sie super schnell lösen kann. Jetzt müsste ich nur wieder wissen, wo Wally ist. Okay. Müsste irgendwo wahrscheinlich bei sich drinne sein. So, Wally. Kannst du mal kurz mitkommen? So, dann sucht euch einfach irgendwie ein Fleckchen, wo ein bisschen Platz ist. Hier zum Beispiel. Und dann werft ihr die einfach weg. Zack. So. Und dann sammelt ihr die einfach wieder auf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Nummer 10. Und damit habt ihr die Aufgabe direkt abgeschlossen. Es gibt 10 Punkte. So, Mirabelle, ihre Lieblingsgeschenke. Karpfen und Heringe müssen wir fangen. Das können wir eigentlich auch schnell machen. 2 Karpfen sollten relativ leicht sein. Und 3 Heringe sollten wir auch hinkriegen. So, wo haben wir denn die guten? Schillernder Strand und Lichtung des Vertrauens kriegen wir die Heringe. Dann gehen wir mal schnell runter zum Strand. Und angeln uns hier ein paar Heringe. Ich glaube, die können wir sogar direkt fangen, ohne dass wir irgendwie hier so einen Kreis haben. Das gibt wahrscheinlich eine Krabbe oder eine Garnele, glaube ich. Oder ein Königsfisch. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hä? Hättest du damit gerechnet, Wally? Oh, und wo ich gerade Mutter Gothel sehe, ich glaube. So, lass uns später abhängen. Wir müssen mit ihr abhängen, oder? Das war auch eine Aufgabe. Yep, 45 Minuten sogar. Oh, hallo, Schatz. Dann lass uns mal abhängen. Dann nehmen wir sie gerade mit. Ich gehe mal hier weiter. So. Ein Hering hätte ich gerne. Oh. Fisch aus dem Hier und Dort haben wir gefangen. Den haben wir schon lange nicht mehr gefangen. So. Aber wir brauchen immer noch einen Hering. Na komm schon. Das gibt's doch gar nicht.
Ich werfe einfach mal so die Angel aus. Vielleicht haben wir ja Glück. Einmal Algen. Ansonsten gehen wir halt in den Wald und probieren uns da. Oh, sehr gut. Die roten, da haben wir auch relativ wenige von. Nochmal ein Fisch aus dem Hier und Dort. Was ist denn hier los? Wir brauchen einen Hering. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch jetzt langsam mal ein Hering anbeißen. Und ein Hering? Jetzt? Noch ein Fisch aus dem... Okay. Jetzt reicht's. Ich glaube, wir können die auch im Wald der Tapferkeit fangen, oder? Ah nein, Lichtung des Vertrauens können wir. Na dann gehen wir hier rüber. Vielleicht haben wir hier mehr Glück mit einem Hering. Das sieht mir doch hier ganz nach einem Hering aus. Ich sehe den doch schon fast unter der Oberfläche. Und auf geht's, Hering. Ein Thunfisch. Das gibt's doch nicht. Sonst tauchen die so oft auf. Ich war auch schon lange nicht mehr angeln. Ich dachte, das geht hier schnell. Wieder kein Hering. Das kann doch hier gar nicht von rechten Dingen zugehen. Das ist wieder so Murphy's Law. Wenn man Hering braucht, kriegt man keinen. Und sonst fängt man nur Heringe. Und einen Tintenfisch aus einem ganz stinknormalen weißen Kreis. Das muss doch möglich sein, hier einen Hering zu fangen. Oder spawnen die etwa nur tagsüber und jetzt haben wir abends. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ansonsten probier es gleich mal bei den... Ich glaube, wir brauchen noch Karpfen. Zwei Stück. Wenn das hier mit den Heringen nicht klappt. Okay. Ich guck nochmal, ob wir irgendwo noch einen Kreis haben. Da hätten wir noch einen. Also wenn jetzt hier kein Hering drin ist, dann probiere ich es mal mit den Karpfen. Okay. Das Spiel möchte uns anscheinend trollen. Wir brauchen Karpfen. So. Karpfen. Wald der Tapferkeit und sonnige Ebene. Zwei Stück brauchen. Essen. Ach, ich habe ja hier noch die
Bubble Teas. Also einen Karpfen fangen wir jetzt noch. Damit wir jetzt die eine Quest noch fertig haben. Und wenn ich hier noch 10-mal Algen rausziehe, den Karpfen, den hole ich mir. Ein Fisch aus dem Hier und Dort. Also können wir die auch hier fangen. Und noch einer. Und einmal rote. Vielleicht muss ich da nochmal den blauen Kreis abgrasen. Ein Barsch. Okay. Sei kein Arsch, fang ein Barsch. So, hier der blaue. Oh, na bitte, geht doch. Ein Karpfen gefangen. Sehr schön. Okay, wir müssen Kunden bedienen. Oh. Kunden bedienen. Zwei Minuten? Wir waren doch jetzt länger als 2 Minuten mit Mutter Gurtel zusammen schon. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Aufgaben. Die werde ich nebenbei noch ein bisschen erfüllen. So, wir haben relativ viel geschafft jetzt. Und jetzt haben wir auch keine weiteren Aufgaben mehr übrig. Bass hat ja gesagt, er hätte noch eine Aufgabe für uns. Der wartet ja immer noch auf die Aliens, die hier vielleicht noch kommen sollen. Also es kann natürlich sein, dass wir dann als nächstes noch eine Aufgabe vom Bass bekommen. Aber jetzt haben wir erstmal keine weiteren Aufgaben. Und die Events mit den Dream Snaps haben wir auch gemacht. Wir könnten natürlich hier noch ein paar Aufgaben abarbeiten. Ja, schauen wir einfach mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ansonsten muss ich mal gucken. Vielleicht fange ich mal an, das Dorf umzugestalten. Und es könnte sein, dass dann die Folgen jetzt relativ unregelmäßig kommen. Zumindest dann, wenn ich immer irgendwas Neues gemacht habe oder wenn wir vielleicht hier neue Aufgaben bekommen, kommen auf jeden Fall immer wieder weitere Folgen. Aber das wird eventuell dann bald unregelmäßig. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt am nächsten Tag Bass noch eine Aufgabe hat. Aber danach müssen wir halt immer mal gucken, wann es hier was Neues gibt und wie ich hier zum Spielen komme. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Umgestaltung von dem Dorf auch ein bisschen länger dauert. Aber ich habe hier auf jeden Fall Lust drauf, das ganze Dorf auch ein bisschen zu verschönern. Naja, wir lassen uns einfach überraschen. Ich würde einfach mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.